Ich will jetzt nicht alle meine Vorlesungen zu dem Thema vorwegnehmen. Es geht im Wesentlichen um Sinn und Zweck. Herleitung spare ich mir, okay? Ich nehme mal die ganz ideale, reine Form derselben. Die besteht nämlich nur aus vier Widerständen. Und einer idealen Spannungsquelle. U, R1. Habe ich hier R2 hingemacht oder habe ich da R3 hingemacht? Ich glaube so, ne? Ja, war so. Ne? Also Sie können das ja nummerieren, wie Sie wollen. Deswegen weiß ich, mal mache ich es so, mal so. So, was ist das Coole? Sagen wir mal, Sie kennen den R3 nicht. Also das könnte ja die Aufgabe sein. Ne? Sie sollen einen Widerstand bestimmen. R3 kennen Sie nicht und R4 ist veränderbar. So, dann haben Sie hier, machen Sie hier ein Spannungsmesser dazwischen, also messen die Spannung U und dann drehen Sie R4 so lange, bis die Spannung 0 wird. Kann man machen. Und dann wissen Sie, daraus folgt dann R1 durch R2 ist gleich R3 durch R4 und Sie können auflösen nach R3 ist gleich R4 mal R1 durch R2. R1 und R2 sind selbstverständlich bekannt, sonst hat es keinen Sinn, ne? So. Das ist das Coole daran. Also könnte man, meine, wie würden Sie sonst einen Widerstand bestimmen wollen? Die Alternative wäre natürlich, Sie haben eine Spannungsquelle und dann einen Ampermeter und ein Voltmeter. Da machen Sie ein paar, wenn Sie schlechte Messgeräte haben, eventuell, da machen Sie ein paar Fehler dabei. Systematische Fehler, also nicht Sie vertun sich oder so, sondern es sind systematische Fehler eingebaut. Zum Beispiel der Innenwiderstand des Ampermeters. Betrachten wir in der Messstelle nochmal. Und dann kriegen Sie nicht exakt den Widerstand, sondern einen etwas anderen raus. Der Fehler kann klein sein und Sie brauchen zwei Messgeräte. Ne? Hier brauchen Sie bloß ein Messgerät und einen veränderbaren Widerstand. Passt. So, noch ein anderer Spaß. Nehmen wir mal an, Sie wollen eine Temperaturmessung machen. Dann hätten Sie ja einen Widerstand hier, der wäre R0 mal 1 plus Alpha Delta T. Schreibt das, also das haben wir jetzt auch zur Genüge gemacht. Ne? So, dann könnten Sie sagen, Sie haben hier einen Widerstand, der ist R0 groß. Und jetzt messen Sie diese Spannung hier. U abhängig von T. Das Ganze ist natürlich angeschlossen hier an ein U0. Dann können Sie sofort ausrechnen, UT ist gleich der über dem, R0 mal 1 plus Delta T durch R0 plus R0 mal 1 plus Alpha Delta T natürlich. Warum korrigiert das keiner? So. Ja, ist ungefähr U0 durch, das sind, ja, ich mache es ausführlicher, durch 2 R0 mal R0 mal 1 plus Alpha Delta T ist gleich U0 halbe mal 1 plus Alpha Delta T. Voraussetzung ist, dass dieser Widerstand nicht keinen Temperaturgang hat. Habe ich jetzt mal implizit angenommen, nicht? Oder zumindest anders erwärmt wird. Das heißt also, der hier ist, im schlimmsten Fall ist der hier klimatisiert und der im Backofen.
Dazwischen kann eine Leitung sein. So, die ist hier nicht gezeichnet. Ja, was ist jetzt das Problem? Sagen wir mal, wir haben U0 gleich, nehmen wir mal 3 Volt. Dann sind das 3 Volt und das hier sind immer diese vier üblichen 4 Promille, die wir für Kupfer haben. Viel mehr kriegt man auch da mit so einem metallischen temperaturabhängigen Widerstand nicht hin. Alpha gleich 0,4% pro Kelvin. Das ist gerundet das, was Kupfer macht oder auch Platin macht. Das heißt also, hier würde sich jetzt um 4 Promille, also bei 2,5 Grad Celsius Änderung, hätten Sie eine 1% Änderung. Mehr nicht. Das heißt, Sie bräuchten jetzt hier ein Messwerk, das eben, wo Sie also diese 1% Änderung auch gut ablesen können oder gut finden können, wenn Sie so die Temperatur messen wollten. Ich will nicht sagen, dass es unmöglich ist, aber naja, schwierig, ne? Oder schwieriger. So, was ist die Alternative? Alternative könnte sein, Sie nehmen eine Wheatstone'sche Brückenschaltung. Haben hier unser U0, R0, 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 R0 mal 1 plus Delta Alpha Delta T. Ja? Und ich messe jetzt mal gerne so rum, machen hier die Diagonalspannungsmessung UD. Sie sehen gleich, warum ich so rumgemacht habe. Also, wie rum Sie die Spannung anschließen, ist ja scheißegal. Ja. Ja, eben. Okay, so, wie groß ist das? Also, UD ist gleich U0 mal. Das Verhältnis hier haben wir. Das ist nämlich der über D. Also, genau, eigentlich genau der Spannungsteiler, den wir hier schon hatten. Der über dem es abfällt oben. Also, R0 mal 1 plus Alpha Delta T durch R0. Plus R0 mal 1 plus Alpha Delta T. Da hat sich nichts geändert. Jetzt aber minus 1,5. Denn der da liegt genau auf der Hälfte, ne? Gut. Muss ich gerade mal gucken. Sie werden sich gleich wundern, warum ich das so tue, weil ich anders einen größeren... Also ich bringe das jetzt auf den Hauptnenner und ich muss das tatsächlich auch sauber auf den Hauptnenner bringen, weil ich sonst mir Schwierigkeiten einhandle, die ich nicht haben möchte. Also 1 plus Alpha Delta T durch 2 plus Alpha Delta T. Ich mache es noch ein bisschen einfacher. Ich bringe es nämlich nicht gleich auf den Hauptnenner, sondern ich zerlege mal die Alpha Delta T. Und zwar das Alpha Delta T in Alpha Delta T halbe plus Alpha Delta T halbe minus 1,5. So, es ist nichts passiert, außer dass ich hier die R0s weggekürzt habe. Das war eben auch schon so. Und ich das Alpha Delta T in 2 mal Alpha halbe Delta T zerlegt habe. Sieht aus wie Zauberei, ist es aber nicht unbedingt. So, wenn ich jetzt das ausführe, dann ist das hier genau 1,5. Ne? Oben steht das Doppelte von dem, was unten steht. Ist die Definition von 1,5. Falsch, oben steht die Hälfte von dem, was unten steht. Ist die Definition von 1,5. So, dann kann ich also das 1,5 mit dem 1,5 wegmachen. Dann bleibt stehen U0 mal Alpha Delta T durch 2 mal 2 plus Alpha Delta T. Alpha Delta T kann ich als klein, aber das mache ich jetzt mal nicht. Also ich könnte jetzt, doch, ich mache es. Also ich könnte jetzt noch sagen, es ist U0 mal, das Alpha Delta T ist kleiner als 2, wenn die Temperaturen nicht allzu groß werden. Also ist das Alpha Delta T Viertel. Aber das muss ich an der Stelle auch gar nicht, sondern der Punkt ist, dass das hier immer eine kleine Spannung ist. Spannung proportional zu Delta T.
Das hatte ich hier nicht. Da versteckt sich nämlich die kleine Temperaturänderung hinter einer großen Spannung. Das heißt, ich brauche also hier ein Messgerät, das 3 Volt oder eigentlich 1,5 Volt sauber anzeigen kann und dann eben noch einprozentige Änderungen darauf anzeigen kann. Jetzt brauche ich nur noch ein Gerät, das die einprozentigen Änderungen anzeigen kann. Also ich könnte hier einen Millivoltmeter nehmen und viel einfacher ablesen. Einfacher zu bauen und abzulesen. So. Kein Stress. Darum nimmt man eine Wheatstone'sche Brückenschaltung. Das war eigentlich die Frage. Warum? Was will man damit tun? Dass deiner Messtechnik hilft das. Und man kann jetzt auch noch ein paar andere Sachen machen. Man kann jetzt damit auch noch gewisse Temperatur oder gewisse Effekte kompensieren, zum Beispiel Temperaturabhängigkeit kompensieren oder so. Wenn Sie an Dehnungsmessung, Kraftmessung oder sowas denken, dann versteckt sich da die kleine Änderung des Widerstandes in Abhängigkeit von der Kraft in einer großen Abhängigkeit des Widerstandes mit der Temperatur. Von der Temperatur, und da muss man sich ein bisschen was einfallen lassen, um da dann an den richtigen Messwert zu kommen. Da würde man auch so eine Brücke nehmen. Das führt aber jetzt ein bisschen zu weit. Machen wir später mal. Jetzt kann man natürlich hier noch verschiedene Varianten draus machen, nicht? Denn also, wie linear ist das? Hier habe ich jetzt eine Näherung gemacht, indem ich dieses Alpha Delta T einfach weggelassen habe. Wie groß ist der Fehler durch diese Näherung? Könnte man fragen. Also so linear ist das ja nicht, denn wenn ich hier die Temperaturänderung groß mache, Alpha bleibt klein, aber wenn ich die Temperaturänderung groß mache, dann kommt hier unten ja so ein dämpfendes Element hinzu. Also die Kurve knickt ab. Das könnte man jetzt wunderbar in Octave oder sowas mal simulieren, wann die abknickt und wie die sich verflacht. Oder um es anders auszudrücken, diese Spannung kann sich ja auch nur von minus 1,5, wenn das hier 3 Volt sind nach wie vor, 3 Volt, dann kann sich diese Spannung UD ja nur bewegen von minus 1,5 bis plus 1,5. Egal wie groß die Temperatur ist. Also irgendwann muss es da zu einer Sättigung kommen, ne, weil es dann nicht mehr weitergeht. Also der Linearitätsbereich dieser Schaltung eben ausgeschöpft ist. Kann ich meine Auflösung erhöhen, wenn ich den ersten Widerstand, also R1, auch nochmal durch so einen temperaturabhängigen ersetzen möchte? Ja. Dann kriegen Sie die Empfindlichkeit höher, dann sprechen Sie von der sogenannten Doppelbrücke. Dann taucht hier keine 4 auf, sondern eine 2. Also geht auch. Ne, verstanden, was er meint? Dann haben Sie Empfindlichkeit verdoppelt. Sie können, wenn Sie es richtig machen, aber nicht bei Temperaturabhängigkeit, bei Kraftabhängigkeit, dann können Sie dafür sorgen, dass diese beiden Widerstände erhöhen sich bei Einwirkung der Kraft und diese beiden ersenken sich in Abhängigkeit von der Kraft. Und zwar im gleichen Maße, dann kriegen Sie sogar die 4 komplett weg, dann bleibt nur eine 1 stehen. Das ist dann die Vollbrücke. Geht aber nicht bei Temperatur, weil dann bräuchten Sie ja einen Effekt, der erstmal einmal die Temperatur hoch und wieder runter und so macht. Ne? Und das haben wir halt nicht. Dann gibt es natürlich noch die Geschmacksrichtungen hier, die man auch gerne angeht. Insbesondere im Hinblick auf irgendwelche Netzwerke, dass man die belastet. Belastungen. Das skizziere ich jetzt aber auch mal nur. Also man sagt, dass das Ding da drin ist nicht unendlich Ohm. So, U, dann hat man hier einen RI, dann hat man hier einen RD, R1, R2, R3, R4 und dann ausrechnet, wie wirkt sich das aus. Dann hat man genau diese klassische Situation hier des Dreiecks bzw. der Sterne hier drin, ne? Und müsste das dann so umformen. Bislang bin ich davon ausgegangen, ich mache hier eine Spannungsmessung, die mache ich extrem hochohmig, also da fließt kein Strom. Also man kann das jetzt noch variieren, je höher die Ansprüche an die Messtechnik sind. Dann hat man natürlich hier einen Innenwiderstand, das heißt also, je niederohmiger die Brücke wird, also wenn dieser R4 hier meinetwegen sehr niederohmig wird aus irgendeinem Grund, dann sackt eventuell auch die Spannung über der Brücke zusammen.
Und dieser Innenwiderstand hier verraucht ein bisschen Leistung. Das heißt also, die Spannung über der Brücke, da, von da nach da, die ich immer hier als ideal angenommen habe, ist nicht mehr ideal. Also rechne ich jetzt nicht durch, aber kann man machen. Dann gibt es natürlich noch die Strombrücke. Keiner befiehlt mir hier zu sagen, dass ich hier eine Spannung messen muss. Ich könnte ja auch hergehen und sagen, aber auch ideal, ich mache hier eine Verbindung, messe hier den Diagonalstrom. U, R1, R2, R3, R4. Die Abgleichbedingung ist die gleiche. Warum? Weil im Abgleich, also dann, wenn da wirklich das Verhältnis so stimmt, dann haben diese beiden Punkte ja das gleiche Potenzial. So hatten wir es ja eben mal gerechnet ganz am Anfang. Wenn diese beiden Punkte das gleiche Potenzial haben, kann ich dazwischen einen Draht legen oder auch nicht. Das macht keinen Unterschied, es fließt kein Strom. Wenn zwei Punkte verbunden werden, die das gleiche Potenzial haben, dann passiert halt nichts. Das ist so wie mit dem Vogel auf der Hochspannungsleitung. Wenn der seine Füße, beide Füße, ja, dicht beieinander muss er ja noch nicht mal, den leite ich ja ganz gut, die Hochspannungsleitung. Wenn der seine Füße nebeneinander auf die Hochspannungsleitung setzt, dann sind die alle beide auf 300 kV oder 400 kV. Vollkommen egal, das Ganze wird erst dann zum Problem, wenn der einen Fuß auf die Leitung setzt und den anderen auf den Boden. Kann er aber nicht. Beine sind zu kurz. Ne? Wird es ein Problem werden. Solange beide Beine da sind, spielt es keine Rolle. Insofern, Sie können sich auch gefahrlos an so eine Hochspannungsleitung hängen. Nur halt der Moment des Dranhängens, der könnte schwierig werden, weil Sie nämlich dann, also Sie müssen es frei schwebend springend machen. Und dann ist die Gefahr, dass Sie nicht greifen, sondern abstürzen, zu groß. Also grundsätzlich lassen Sie es lieber. Nicht? Also gerade auch vor Video sollte man jetzt nicht dazu raten, das auszuprobieren. Aber wenn Sie denn da mal hängen, ist das okay, solange bis die Feuerwehr kommt. Weil, wenn die dann mit Leiter kommt und die Leiter leitet, heißt ja Leiter, ne? Dann haben Sie in dem Moment, Sie und der Feuerwehrmann, ein Problem. Ja, also man kommt auch nicht so richtig nah dran. Ne? Also man muss dann schon, da gibt es noch andere Effekte, die das hochgefährlich machen. Das ist auch der Grund, warum Sie natürlich nicht auf einen Waggon steigen, der irgendwo da im Güterbahnhof oder sowas steht, weil Sie zu dicht, und Sie müssen sie nicht einmal berühren, Sie kommen zu dicht an die Hochspannung, an die Leitung für den Fahrstrom, für die Eisenbahn. Eisenbahn heißt das nicht mehr, ne? Also für die Eisenbahn halt, ne? Und da sind immerhin auch 15 kV, und wenn Sie dem Ganzen dann zu dicht kommen, also ein paar 10 cm oder sowas, gibt es einen Lichtbogen, und der Lichtbogen, der heizt Sie so auf, dass Sie das nicht unbeschadet überstehen. Ne, das würde ich nicht sagen. Das macht erst schlapp, wenn der Lichtbogen kommt. Also die Felder, sie stehen durchaus in ganz großen Feldern, wenn sie... Das Feld meine ich nicht, ich meine einfach, dass der Herzschluss dann aufhört. Ja, in dem Moment, wo der Strom durch den Körper geht, ist vorbei. Ja, ich dachte, Sie meinten jetzt vorher schon, wenn Sie da... Also den Stromfluss brauchen Sie schon. Ja, mit Herzschrittmacher ist hier eine Sondersituation. Nicht? Also, es ist ja auch völlig egal, auf welchem Potenzial wir hier auf der Erde stehen. Nicht? Das kann ja auch gegenüber der Sonne oder sonst was mehrere Megavolt haben, das Potenzial hier. Es spielt gar keine Rolle, nicht? Weil beide Füße dicht beieinander sind. Okay, so, was wollte ich hier jetzt sagen? Sie können das Ganze hier jetzt ausrechnen. Wenn Sie jetzt wissen wollen, wie groß ist ID, wie würden Sie vorgehen? Nee, mit den Potenzialen können Sie ja nichts machen, weil wenn die Leitung hier wirklich gespannt ist, dann haben die beiden zwangsmäßig gleiches Potenzial.
Na, ich würde ja erstmal eher Gesamt ausrechnen, ne? I Gesamt ausrechnen. Das ist der hier. Komme ich besser dran, deswegen schreibe ich den da unten hin. Das ist U durch R1, R3, die beiden Parallelen, ne? Durch R1 plus R3 plus R2, R4 durch R2 plus R4. Ist ein bisschen unangenehm. Wollen Sie es komplett sehen oder sind Sie damit schon zufrieden? Ja, mache ich es mal richtig. So, das ist das. Und dann rechnen wir mal aus den R3, I3, Entschuldigung. I3, das ist der hier. I3 ist natürlich der Stromteiler, hier, der sich hieraus ergibt. Also ist das U mal, in dem Stromteiler tauschen einfach R1 und R1 plus R3 die Plätze. Also R1 mal R2 plus R4 durch, kann man das noch wegkürzen? Nee, kann man nicht. R1, R3 mal R2 plus R4 plus R2, R4, R1 plus R3. Die Klammer können wir noch zumachen. Und ich brauche noch I4. Das ist der hier. Da tauschen R2 und R4 mit R2 die Plätze. Das ist gefährlich. Für mich ist sowas nämlich entspannt, weil für mich ist das wie Mandala malen. So, und dann ist ID gleich I 3 minus I4 aus der Knotengleichung. Und dann ist also ID gleich, ich schreibe einfach mal nur den Nenner hin. Wenn ich die beiden miteinander subtrahiere, dann geht R1, R2 weg. Dann ist das nämlich U mal R2, R4 plus R2, R3 durch den Nenner. So. Und schon ist es ausgerechnet. Ich habe es jetzt nicht nach meiner Spezifikation als Endergebnis hingeschrieben, denn dann müsste ich jetzt noch den Nenner mal ausschreiben da unten drunter, aber das ist der gleiche wie eben. Sie haben eine Idee, wie ich es gemacht habe, ne? Ja, wenn man da einfachere Widerstände hat, dann kriegt man das auch einfacher hin. Glücklich damit? Fragen dazu? Nö. Ja, dann rechnen Sie.